Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von unserem Let's Play Minecraft. Und zu Beginn dieser Aufnahme muss ich euch schon sagen, ihr werdet in den nächsten Wochen nur verkürzte Folgen bekommen. Also das heißt nur 10 Minuten immer. Denn ich muss 4 Wochen lang ein Praktikum machen und bin nicht in der Nähe meines Arbeitsplatzes, also ein Arbeitsplatz für euch quasi. Entsprechend wird es von da kürzere Folgen geben und wenn wir Pech haben, wahrscheinlich sind es auch nicht genug. Weil 4 Wochen im Voraus aufnehmen, das sind 8 Stunden oder was es sind. 10 Folgen. Du brauchst 28 Folgen. Hi erstmal Leute. So 4 Wochen, 28. Mach mal 30 vorsichtshalber draus. Bist du bei 300 Minuten. Und 300 Minuten sind bei mir geistig gerade 5 Stunden. Ja, Tatsache. Krass. Mathe! Ja gut, ja, das würde sogar theoretisch sogar noch passen. Trotzdem, 5 Stunden erstmal aufnehmen muss erstmal gemacht werden. Ja, genau. Das ist nämlich alles Arbeit und wir sind ein bisschen knapp. Wir haben es nicht geschafft, jetzt im Voraus gescheit aufzunehmen. Dass wir das gescheit früh planen können, das haben wir irgendwie ein bisschen vercheckt. Beziehungsweise, anderweitig auch noch eingebunden gewesen, sodass es nicht immer Zeit war für Aufnahmen. Und jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen. Das größte Problem, was sich momentan sich stellt, das werde ich am Ende dieser Folge sehen, da hänge ich das hinten an. Wir haben mal versucht, mit der TBM ein paar... Also wir haben versucht, die TBM wegzukriegen. Das Ding ist unkaputtbar. Das ist... Ja. Das ist nicht wahr, einfach. Wir haben es genuked. Es hat gelacht. Ja. Wir haben es mehrmals genuked. Wir haben es sogar mit 2 Nukes probiert. Für diese Tage, an dem eine Nuke nicht reicht. Aber da war nichts zu machen. Das war einfach nur grauenvoll. Also, ach, nee. So, ich gehe jetzt mal ganz runter zu unserer Special-Welt. Denn ich brauche Flax-Seeds. Und ich weiß, ich habe bei... jetzt hat's geleckt. Ich habe da irgendwo mal welche hingetan. In eine Kiste. Ach was. Ja, nie viele, aber mindestens 2 habe ich in irgendeine Kiste mit reingehauen. Mensch, habe ich das schon wieder voll verrafft? Ich habe Pumpkin Seeds hier noch bei mir, aber die Flex Seed habe ich dir mal weggegeben. Da waren noch 3 Rubber Tree Saplings. Interessant, die sollte man vielleicht mal verbasteln. Das sind normale Seeds. Das ist Charcoal. Jetzt gehe ich hier durch alle Kisten durch. Nee. Ja, genauso wie ich meine Pipes vermisse. Genau wie unsere Cobblestone-Farm nicht funktioniert. Ich habe es mir mal angeguckt. Eigentlich müsste es gehen. Tja. Doch, irgendwo mal anscheinend irgendwelche ID-Abordnungen unterwegs. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist der ID-Virus, der geht uns immer wieder auf den Geist. Das ist einfach so ätzend. Ich kann mal ein paar Flex-Seeds besorgen gehen, das ist kein Problem. Achso, du hast ja noch deine externe Farm da. Genau. Naja, und selbst wenn, ich brauche... Du weißt ja, wie du am schnellsten an Flex-Seeds kommst, oder? Ich baue Flax an. Oder ich nehme einen Diamond, Bohr und Nö, du baust einfach eine Sichel aus Eisen. Eisen bzw. Gold. Je höher die Qualität davon, ich würde jetzt mal eher aus Eisen schnell machen. Ich habe 8 Stück gerade bei Fellinis Gruft rausgekrempelt. Ach so. Da habe ich nämlich Flachs gepflanzt, um das ein bisschen einzudecken wegen der Höhe, weil das so schön hoch ist, das Zeug. So ein bisschen Pflanzen reinzubringen. Und das war gerade reif. Da habe ich mir jetzt 8 Stück. Das sind 2-6 Glas. Wo soll ich denn die mal hinhauen? Keine Ahnung. Irgendwo in die Baukiste. Wir haben noch so eine Bau- und Bastelkiste. Da kommen die rein. Und dann. Die sind nämlich schon als Vorbereitung für unsere große Lageraktion. Also hier, Geothermal. So, ich brauche 2 Farben. Dann nehmen wir mal weiß und dann nehmen wir mal gelb. Weil das kommt so oft vor und das kann man so super toll unterscheiden, wenn es nebeneinander ist. Einmal Flex, jetzt habe ich sogar einstecken. Und dann habe ich die 2 Eimer.
Ne, ich hab jetzt genug. Ich brauche hier nur zwei. Creeper. Thank you. Hast du die Tür wieder zugemacht? Ja, ja, gut. Natürlich. Weil ich stehe gerade mit dem Rücken zur Tür im Crafting Table. Excellent. Na. Da klingelt schon wieder das Handy. Bei dir wird es als nächstes klingeln. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Rückfrage zum Abendessen. Und irgendwie, wenn man ihn wegdrückt, erscheint das nicht so ganz zu begreifen. Wie ging der Pinsel bei Red Power? Weißt du das noch? Kann gerade nicht. Bin gerade am Creep abwehren. Hab's. Wolle und Stick, glaube ich. Ganz einfach sogar. Ich dachte, es wäre vielleicht komplizierter mit mehr Wolle oder mehr Sticks oder Eisen. Damn you. Das klang nah. Nee, es war bei... bei der... Larform. Also hier bei unserem... Stromturm sozusagen in den Wäldern. Mhm. Nicht besonders. Wo ist denn jetzt der zweite Pinsel? Ach, Mensch. So, da haben wir jetzt auch mal ein paar Eloram-Färbchen. Da können wir jetzt... Ich weiß gar nicht, was wollte ich eigentlich damit anmalen? Ich wollte irgendwelche Pipes anmalen, damit die nebeneinander laufen können. Die Solaringe? Hm? Solardinger? Nee, für Solarzeug hattest du durch, ne? Ja, Solarzeug hatte ich durch. Welches Solarzeug überhaupt? Ach, die Kabel, nee, ich habe ja Eloram-Farben gemacht. Ach so. Dann für die Pipes mit der Sortiermaschine wahrscheinlich. Irgendwas. Ja, ja, da haben wir ja noch keine. Ich wollte, glaube ich, irgendwas damit machen hier. Wegen Recycler. Die mussten irgendwie ins Lager laufen und da kam es zu einem Interessenkonflikt. Glaube ich. Ah, wolltest du nie so eine Art ein Teil vom Scrapster gelagert werden und die andere direkt in den Genau, bei Überlauf quasi. Genau. Das wollte ich bauen. So, und da musste ich wahrscheinlich irgendwie jetzt hier nah an die anderen Pipes ran. Und damit sich das nicht in die Quere kommt, wollte ich das alles anmalen. Ungefähr so und so. Und dann wollte ich hier das dazwischen packen. Und das müsste dann aber weiß sein. Huch. Ich schicke dir gerade zwei Gravel, glaube ich. Reiner Zufall. Das war jetzt hier nicht gewollt oder so. Nicht aus purer Boshaftigkeit. Ich schicke dir noch mehr Gravel. Es läuft gerade ganz wirr. So, ich habe jetzt auch nochmal 8 Flexseeds rausgeholt. Zwei daneben. Eins, zwei. Zwei frei oder zwei daneben direkt? So. Ach, das geht doch so. Huch, das wird ja noch richtig spaßig hier. Und du hast jetzt noch mehr Flexseeds irgendwo rausgekrempelt? Ja, ich bin mit Eisensichel eben mal ein paar Bäume geschnurrt und habe jetzt Flexseeds, wieso? Ich hoffe, das ist nicht zu aufdringlich mit den Pipes hier oben an der Decke. 12 Stück habe ich jetzt noch. Stört schon ein bisschen optisch. Was? Ach, die Pipes. Ich habe hier ein paar Pipes gebaut und die stören mich gerade optisch. Ist ein bisschen doof. Vielleicht unterirdisch laufen lassen. Ach. Nee, das gefällt mir so nicht. Das müssen wir nochmal umbauen. Ich will was anderes haben. Okay, dann machen wir jetzt auch noch einen... Fuck. Entschuldigung. Dann machen wir jetzt noch einen unterirdischen Pipe-Raum da rein, weil, ne? Ach, Mensch. An jeder Ecke kommen Probleme auf, wo man so erstmal nicht mit rechnet. Meistens optischer Natur. Man ist ja auch dann irgendwo Perfektionist als Minecraft-Spieler. Besonders, wenn man hier so die ganzen Elo-Raum-Krempel macht, weil... Das erfordert einfach einen riesen Platz und Organisation der ganzen Aktion. Ich muss mal das Inventar ausräumen. Ja, genau. Perfektion und so.
Inventar ausräumen nicht wollt. Ja, wir werden heute, also jetzt in dieser kleinen Mini-Aufnahme, Fehlerbehebung machen. Und dafür werden wir etwas nuken müssen. Eigentlich können wir es mit Bedrock auch gleich umkleiden. Können wir hoch, aber dann müssen wir ja wieder löschen. Das müssen wir mit dem Reinforced Stone auch. Ja, den kann man ja abbauen, oder? Ja, das dauert aber ewig. Und das wird cheaten, weil dann hätten wir den ja irgendwo im Inventar rumliegen. Ach so, stimmt, den kriegen wir ja wieder, so gesehen. Ja, dann müssen wir, können wir das auch so machen. Denn wir haben hier unsere TBM und diese TBM hat uns ja schon viele Nerven gekostet. Insgesamt schon 2 Aufnahmen verschissen dadurch. Also was heißt verschissen, aber die waren halt mit vielen Unterbrechungen behaftet, weil wir ja das dann immer wieder anpassen mussten. Und diesmal werden wir diese TBM beheben. Wir können sie nicht abbauen. Das sorgt immer für die massivsten Fehler. Wir können in MC Edit leider nicht die Maschine rauslöschen, weil MC Edit uns die Welt nicht richtig lädt. Entsprechend werden wir das Ding jetzt nuken. Und ich dachte mir so, für euch ist das bestimmt interessant. Kleines Nukement. Ja, man wird ja leider nicht viel sehen. Oder was heißt leider? Oder zum Glück? Ich meine, ich könnte auch alles irgendwo zwischenlagern und mich da mal reinstellen. Nur das bringt ja euch nicht. Das müsst ihr dann der gute Hamster machen. Naja. Aber mehr als ein kurzes und dann bumm und sie sind tot, gibt es dann auch leider nicht zu sehen. Ich könnte es machen. Im Creative Mode kann ich, glaube ich, nicht sterben, oder? Oh, das fragst du mich. Wir müssen nur sehen, dass wir es unten drunter irgendwie auch ein bisschen dicht machen. Weil da drunter ist, glaube ich, eine Schier zum Teil. Das wäre ein bisschen schade. Ja, dann geh doch in Creative Mode, grab dich drunter und mach's dicht. Game Mode, dein Name und die 0 oder 1. Eins von beiden. Ich weiß gerade nicht, ich glaube die 1. Ah, jetzt muss ich schon noch Bedrock finden, ja. Ja, Bedrock findest du recht zügig. Ach, scheiß auf die Wooden Hoe. Ich will mal ein bisschen. Ich denke, ich werde das mal mit aufnehmen. Ich werde mich einfach mal mit reinstellen. Und dann werden wir mal gucken. Ach so, Mist, das müssen wir natürlich auf Bedrock stellen. Ja, wir machen das natürlich mit Bedrock. Wegen der ganzen Sprengradius. Eine Nuke hat einen Sprengradius, der. Ja, nicht zu verachten. Das Loch hier oben gleich dicht machen. Ich hoffe, eine Lage Bedrock reicht. Theoretisch ist Bedrock ja indestructible, aber theoretisch haben wir ja auch eine Nuke. Es gibt keine Animation, dass das jetzt irgendwie besonders aussehen würde, wenn eine Nuke hochgeht. Willst du dich mit reinstellen und gucken? Gut. Nuke. Alter Schwede, was gibt's für unterschiedliche Gleise? Reactor Chamber? Schnell einen Mark 5 Reaktor reingebaut und. Ach, nee. Nee, das ist zu viel Arbeit, ne? Es dauert auch zu lang. Richtig. Wir wollen ja dann mit der richtigen Aufnahme anfangen. Genau, wir machen das nämlich quasi vor der Aufnahme. Problem. Hä? Okay. Hä? Was denn? Was? Nee, alles okay. Ich hatte gerade noch was in den Wagen zwischengelagert. Aber der bewegt sich halt gerade. Ich suche gerade die Nuke. Ich finde die nicht. Ach, da ist sie doch. Mensch, dick, fett, gelb steht da Nuke. Gib dir mal ein Stück weg. Soll ich gleich 2 reinsetzen? Nein, das wäre ein bisschen übertrieben, oder? Ich muss hier gerade noch mal ein bisschen was anpassen. Ich brauche Platz. Ich habe vergessen, dass ich noch Platz brauche, die Nuke zu setzen. Ich hoffe, das. Wir müssten auch mal gucken. Irgendwie mal. Achso, ich würde es dann wahrscheinlich auch bald machen. Vielleicht noch, bevor wir die Aufnahmen machen. Bei der TBM zu gucken, welche Blöcke er schneiden kann und was nicht. Ich weiß, dass er Marble irgendwie nicht hinkriegt. Das wird die ID vielleicht mal hinzufügen. Das ist nämlich ein bisschen nervig. So, da hätten wir dann die Nuke platziert. So, und da zündelt sie vor sich hin und ich hoffe, dass ich das überlebe. Ansonsten habe ich. Wieso habe ich mein ganzes Zeug nicht in eine Kiste in Sicherheit gebracht? Das frage ich mich auch. Ich gehe weit weg. Weit. Wieso ist ein Schalf hier unten? So, ich habe es überlebt. Schlechte Nachricht.
Abgekackt? Nee, die TBM hat's auch überlebt. Was? Wie jetzt? Naja, die steht hier noch. Oh, so richtig abgedichtet haben wir das aber nicht, Wayne. Hier fehlen Sachen. An den Schrägen. Ach du Scheiße. Soll ich das Backup laden? Ja, ich glaube, das sollte man ein bisschen dichter machen. Obwohl ich verstehe nicht, wie das passiert ist. Ich vermute, die Schrägen sind. Ja, ich habe mich hier eins zur Seite noch rausgebaut. Und da habe ich die Schräge oben, die Diagonale nicht abgedichtet. Alter Schwede. Ja. Oder wollen wir das so lassen? Ich weiß nicht, was jetzt alles flöten gegangen ist hier an Ressourcen etc. So eine Sache. Hat's genau hier unten die Ecke hat's nicht mitgenommen. Ei, richtig raus. Genau. Okay. Das wird ja lustig. Na, dann machen wir kurz einen Aufnahmestopp. Ich lade das Backup von der Welt und dann müssen wir nochmal von vorne rein. Ja, warte, ich will mich nur irgendwo hinstellen. Hei. Stimmt, wenn ich das Backup von der Welt... Ach, ist ja egal, du stehst ja dann, wo du im Backup standest. Genau. So, na dann probieren wir das gleich leicht. So, und da sind wir wieder zum zweiten Versuch unseres Let's Nuke This Shit. Chris, du müsstest vielleicht jetzt noch Fackeln und so weiter rausnehmen. Wie? Naja, es ist, Quatsch, nicht Fackeln, Rails und so ein Zeug aus der TBM. Das ist jetzt natürlich alles wieder drinne. Achso, nö, ist es nie. Dann habe ich es noch im Inventar. Ach nee, stimmt, ich habe ja vergessen, die Welt zwischenzuspeichern. Gehabt, zuerst. Ja. Die erst nachträglich. So. Nee, warte mal. Das machen wir diesmal gescheit. Oh Mann. Was passiert, wenn wir diesmal die TBM wieder nicht kaputt kriegen? Wir könnten sie versuchen, einfach mal im Creative Mode abzubauen dann, zur Not. Weil das ja auch theoretisch die ID löscht. Mit Linksklick. Aber ist nicht so lustig. Ja. Huch. Jetzt hätte ich dich fast mit Bedrock eingebaut. Hätte ich beinahe versucht, sie abzubauen. Das wäre uncool gekommen wahrscheinlich. Hm. Wir beide aus dem Game rausgekommen, hätten keine Möglichkeit gehabt, wieder reinzukommen. Wir haben ja die Hoffnung, dass es nur so ein Fehler ist durch die ganzen ID-Changes in letzter Zeit. Deswegen machen wir den ganzen Spaß hier, damit ihr auch wisst, warum wir den ganzen Mist hier machen. Das mit einer frischen TBM, sag ich mal, das 1A funktioniert. Das ist so unsere Hoffnung und ja, ich hoffe doch mal, dass wir recht behalten bei der Aktion. Nicht, dass wir das, dass uns das gar nichts bringt. Wäre sehr frustrierend. Naja gut, dann wäre es halt wie es ist und dann können wir die TBM niemals abbauen. Das hört sich nicht nach einer Alternative an, ne? Nee. Ah, da muss noch... Hier muss noch eine Reihe hin zur Sicherheit, wir haben es ja gerade gesehen. Sehr interessantes Nuke-Verhalten, doch durchaus. Fackel hat es auf jeden Fall weggenukt. Aber vielleicht habe ich nicht den Block, auf dem die Entity steht, oder beziehungsweise die Entity direkt erwischt. Weißt du, was ich meine? Hm. Dass ich dadurch... Ich hatte ja nur so eine Ausbuchtung, wo ich mich reingestellt habe. So, jetzt müssen wir es wieder haben, ne? Fast. So, jetzt kriege ich mal langsam hier rein in meinen Bedrock-Bunker. Oh Mann. Hoffentlich haben wir diesmal nicht vergessen. Ja, wir werden es gleich sehen. Okay, Nuke. Wieder mal eine Nuke suchen.
Ihr seht, da gibt es noch viele, viele Blöcke, die wir bauen werden und wollen und müssen. So, in Creative Mode sieht man die mal. Soll ich gleich zwei bauen? Du weißt, diese Tage, an dem eine Nuke nicht reicht. Nein, ich habe gerade hier Bedrock weggeklopft. Schnell wieder hin. Also ich mache gleich mal eine Doppel-Nuke hin. Ich glaube, heute ist wieder einer der Tage, an dem eine Nuke nicht reicht. Muss dann nochmal ein Stück rüberrutschen oder so? Oder ich komme rum. Hüpf. Was ist das für eine Lücke? Oh, nie gut. Huh. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Nee, ich glaube, die ist immer noch da. Verdammt, wo ist die Fackel? Ich brauche dringend eine Fackel. Nein, du Mistding! Ich gehe mal ein Stück weg und dann versuchst du mal zu hauen. Mhm. Warte. Rundrum sieht's gut aus, oder? Haben wir rundrum wieder alles kaputt gemacht? Oh, habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Na, probier's mal zu hauen. Oh Mann. Moment, das sollte aber im Creative. Dreimal hauen. Ja, aber im Creative doch nicht. Doch. Wenn das nicht eingestellt ist, dass das im Creative One-Hit ist. Ganz große Scheiße. Wie kriegen wir diese verdammte TBM weg? Das kann nicht wahr sein. Ne, sie steht noch da. Nein, warum? Ja, Leute. Ziemlich prekäres Problem. Da sind wir schon mit Nukes rangegangen. Oh, Connection Loss. Na gut, Leute. Dann machen wir einfach ganz normal weiter mit unserem Let's Play und ignorieren einfach mal diese TBM da in der Ecke, okay? Scheiße. Naja, gut. Bis denn. Tschö. Jo.